Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es gibt Leute, die kann ich beim besten Willen einfach nicht verstehen. Leute, die unsinnige Dinge sagen wie: Aber der Film ist schlecht, den schaue ich mir doch nicht an. Doch, genau deswegen schaue ich mir den Film doch an. Ich meine, gut, ich habe hier auf meinem Kanal immer wieder gesagt, dass ich persönlich ein besonderes Faible für das erotischere Kino habe. Aber da muss man dann natürlich auch Abstriche... Vielleicht... Nicht die perfekte Wortwahl, aber Ausnahmen machen, insbesondere wenn eines meiner größten YouTube-Vorbilder diesen Film hier auf YouTube vorgestellt hat. Brad Jones, aka der Cinema Snob, hat mir ja bereits Perlen wie Bad Pussy gezeigt oder aber auch Dracula, The Dirty Old Man, ein ganz, ganz billiger Exploitation-Dry-Hump-Film, der ganz offensichtlich damals bei seiner Produktion entweder dermaßen grottenschlecht war im Sound-Department oder wo der Ton gar nicht aufgezeichnet oder verloren gegangen ist, so, dass sich dann ein paar Leute zusammengesetzt haben und den Film mit einer Comedy-Synchro neu vertont haben. Und das, was man dann im Review vom Cinema Snob gesehen hat, das war dermaßen unbeschreiblich, dass ich einfach nicht umhin kam, diesen Film irgendwann einmal in meine Sammlung aufzunehmen. Und das war tatsächlich gar nicht mal so leicht, denn in den deutschsprachigen Raum hat es Dracula the Dirty Old Man, ein Dracula-Film, in dem Dracula übrigens nicht einmal vorkommt, sondern der Hauptcharakter Alucard heißt, niemals geschafft. Der Film wurde in Amerika dann erst auf DVD von Something Weird Video veröffentlicht und jetzt gibt es eben als weitere Zusammenarbeit zwischen Something Weird Video und Agfa tatsächlich auch eine High-Definition Blu-Ray-Version von diesem Film und auf die bin ich persönlich wahnsinnig gespannt. Das Artwork, das wir hier auf diesem Schuber sehen, ist tatsächlich das alte amerikanische Poster? Fragezeichen Artwork, das man aber auf jeden Fall bereits in der OFDB als Werbung für diesen Film verwendet, das allerdings, wie ich finde, hier absolut großartig dargestellt wird, weil mit dieser Leinenoptik, mit dieser Leinenstruktur im Hintergrund, wie man das eben beispielsweise auch bei den gezeichneten Artworks von Rick Melton kennt, wirkt dieses Artwork, finde ich, fast noch ein bisschen antiker, noch ein bisschen schäbiger. Und da ist dann natürlich auch dieser wundervoll nach außen geprägte, quasi mit einer Geschlechtskrankheit überzogene Dracula-Schriftzug nur noch weiter hilfreich. Ganz besonders, dass das Make-up oder diese Haareffekte hier bei dem Wolfman rechts unten sehen einfach beeindruckend aus. Da denkt sich sogar Paul Naschy, wow, warte mal, habe ich da nicht aus einem 1987er taiwanesischen Film eine Transformationssequenz gesehen? Übrigens, Something Weird Video, ich hätte da einen Filmwunsch an euch. Das sieht auf jeden Fall bereits auf den ersten Blick absolut phänomenal aus. Wir bekommen dann hier ganz offensichtlich noch so eine alte Werbemater hier im auf dem Backcover noch einmal als Artwork dazu, wo das Ganze offensichtlich auf im Little Art Theater gelaufen ist, ebenfalls eben so ein Adult Theater, was ich aus den Reviews vom Cinema Snob schon einmal irgendwann einmal gehört habe. Dann wechseln wir hier auf das eigentliche Cover Artwork, da sehen wir, dass es sich grundsätzlich um dasselbe Artwork handelt wie beim Schuber, nur dass hier eben die einzelnen Bildelemente halt noch ein bisschen anders aufbereitet wurden. Der Titelschriftzug kleiner, der Rahmen ein bisschen kleiner, aber vielleicht an der Stelle einmal ein Blick auf das Backcover. Und da ist es natürlich dann bei Agfa ganz besonders interessant, dass hier nicht nur vom offensichtlich einzigen 35mm Print, der von diesem Film noch existiert, eine neue Kopie gezogen werden konnte, sondern dass wir auch hier noch unter dem Titel Tales of a Salesman einen weiteren 64mm aus den 60er Jahren bekommt, der wahrscheinlich in eine ähnliche beschlägt. Wir bekommen hier, gut zugegeben, ein absolut grauenhaftes Disc-Design, weil, also ganz ehrlich, wenn man schon nur den Titelschriftzug auf die Disc klatscht, dann hätte man den doch größentechnisch so anpassen können, dass nicht ein Teil von der Schrift vom Innenring aufgefressen wird. Da habe ich absolut kein Verständnis dafür, dass das so gemacht wurde. Dafür bekommen wir zumindest hier dann noch ein
alternatives Wendecover-Motiv, das aber tatsächlich ungefähr so aussieht, als hätte ich das irgendwann einmal gezeichnet und jetzt nicht unbedingt von wahnsinnig großem grafischen Talent spricht. Aber ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, was die Comedy-Funny-Version von Dracula the Dirty Old Man uns in 64 Minuten für Spaß bringen kann und freue mich auf jeden Fall, dass dieser Film eben über ACFA und Something Weird Video dann sogar den Weg auf eine Blu-ray gefunden hat. Da merkt man halt eben wirklich, dass es hier um Labels geht, denen es wirklich geht, darum geht, obskure Filme aufzuheben und quasi einer zukünftigen Generation zugänglich zu machen, auch wenn ich fast davon ausgehen würde, dass die zukünftige Generation jetzt nicht unbedingt danach verlangt hat.